David Leans Reise nach Indien. Eine Reise in ein Land faszinierender Geheimnisse. Exotisch. Verwirrend. Voll rätselhafter Magie. Ein Land voll befremdender Widersprüche und erhabener Pracht. Sind das die Berge von Marabar? Mit den Höhlen? Professor Godbole, haben Sie die Höhlen gesehen? Oh ja, sie sind alle gleich. Leer und dunkel. Ich kann Geheimnisse nicht ausstehen. Mrs. Blue! Eine junge Engländerin wird von dem Geheimnis Indien in seinen Bann gezogen. Oh nein! Ich bin Douglas Fairbanks! Mit einer solchen hypnotischen Kraft, dass sie zur Zwangsvorstellung wird. Dr. Aziz, darf ich Sie etwas sehr Persönliches fragen? Haben Sie die Frau geliebt, die Sie geheiratet haben? Wir waren ein Mann und eine Frau. Und wir waren jung. Miss Quested? Diese Zwangsvorstellung löste eine unheilvolle Verkettung aus, Adela, die den ganzen Subkontinent erschüttern sollte. Ich habe eine 25-jährige Erfahrung in diesem Land und das Ende war immer verhängnisvoll, wenn Engländer und Inder versucht haben, intim zu werden. Was in jenen Tagen in den Höhlen von Marabar geschah, sollte ihr Leben entscheidend verändern und Indien nie mehr zur Ruhe kommen lassen. Nach den gigantischen Filmerfolgen wie Die Brücke am Kwai, Dr. Chivago, Ryans Tochter und Lawrence von Arabien, jetzt der neue Film von David Lean, A Passage to India, Reise nach Indien, nach dem Roman von E.M. Foster.